Alter, ist es dunkel? Ich erkenne eigentlich fast gar nichts mehr hier, ne? Das ist schlimm. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Inside. Ja, wir sind hier bei diesem komischen Aufzug, der aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Hier steht irgendein Typi und hier gibt es einen Schalter und ich würde sagen, den betätigen wir jetzt. Dann kommt da oben eine Zahl, 19, 18. Ah, ich glaube, ich muss irgendwie Leute hier auf diese Plattform draufkriegen. Und zwar 19 Stück noch, ne? Beziehungsweise 18 noch. Weil ich zähle ja auch als eine Person. Und jetzt funktioniert hier der Aufzug oder was? Ah ja, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Alter, das ist auch wieder richtig düster hier. Ohne Scheiß. Das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. Okay, wo bin ich? Moin Leute, Twimax hier. ja, nee, ist ein bisschen kurios hier. Hier ist irgendein rotes Licht. Oder so? Alter, wo bin ich? Wo bin ich? Was leuchtet da wieder? Ich habe keine Ahnung, wo ich wieder bin. Warte, ich kann hier dran ziehen. Kann ich da was schieben oder so? Was wird es hier? Oder warte, wenn ich Leute herkriegen muss, muss ich dann auch warte, können die mir helfen, dann daran zu ziehen? Weil ich glaube, als Einzelperson bin ich dafür zu schwach. Also so ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, ne? Weil keine Ahnung, was hier abgeht. Aber wir werden sehen. So, hier gibt es wieder ein Rad, wo ich dran drehen kann. Oh, hier geht es noch weiter runter. Alter, noch ein Aufzug. Und ich muss hier selber am Rad drehen. Ja, Mensch. Oh, warte. Nein, das geht wieder hoch. Scheiße. Jetzt bin ich hier oben, hier unten gefangen. Ich komme nicht mehr hoch, Leute. Ich komme nicht mehr hoch. Aber hier sind schon mal einige Leute. Kommt ihr mit mir mit? Ah, warte, da oben. Da ist wieder so ein Helm. Da ist einfach wieder so ein Helm. Ich glaube, den muss ich wahrscheinlich nehmen. Den Helm, den muss ich wahrscheinlich nehmen. Und dann kommen diese Typis mit mir mit. So, was gibt's hier unten? Hier muss es ja auch irgendwas geben. Aber ich muss aufpassen, sonst ersaufe ich. Boah, das war noch knapp. Das war echt knapp. Was gibt's denn hier unten? Ich habe hier gerade dezent, keine Ahnung, dezent Angst, weil ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Alter, ist es dunkel? Ich erkenne eigentlich fast gar nichts mehr hier, ne? Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ich finde, das ist ein Spiel, was man eigentlich eher im Dunkeln zocken sollte, ne? Das sollte man eher im Dunkeln zocken, so, ne? Dass die Atmosphäre noch besser rüberkommt. Aber ich muss das Ganze ja hier wegen Greenscreen und so, muss ich ja hier alles ausleuchten, ne? Ich habe meine Deckenlampe an, ich habe meine Softbox an und es ist dezent hell hier im Raum, ne? Weil ja, der Greenscreen, der braucht natürlich auch Licht, Leute, ne? Der braucht auch Licht, weil sonst habe ich eben so ein komisches Kriseln und sowas will ich nicht. Ich bin ja professionell und so, ja, ich bin derber Influencer einfach. Ne, allesfressender Influencer. So heiße ich zumindest in Animal Crossing. Beziehungsweise so ist mein Titel dort. So, komme ich jetzt von hier oben irgendwie darunter zu dem Helm? Ich glaube schon. Ja, hier ist der Helm. Okay, das dachte ich mir. Ah ja, und jetzt krache ich hier runter. So, und jetzt kommen die Typen mit mir mit, oder? Ja, okay. Okay, das war eigentlich logisch, dass die Typen mit mir mitkommen. Mit dem Helm. Weil ich konnte ja auch vorher schon Typen kontrollieren. Mit dem Helm eben, ne?
Wisst ihr ja Bescheid. Ups. Das war nicht klug von mir. Das war echt dumm. So, warte, kommt mal hier drunter. Und jetzt helfen alle mit. Jetzt mach mal. Werf mich hoch. Danke, geht doch. Oh Mann, ey. Ah, stimmt, ja, der Aufzug, der ist ja wieder hochgegangen. So, warte, ihr wartet hier. So, ich nehme euch sofort mit. Ich nehme euch sofort mit. Warte, so, hier wieder kurbeln. Und dann kommt ihr mit. So, hier drauf, ja. Hier oben drauf. So, auf nach oben. Und jetzt mal gucken, was bei diesem Henkel so abgeht. So, reicht das jetzt mit euch, wenn ihr mir hier helft? Okay, das reicht. Das reicht, um das hier zu verschieben. Ja, als Einzelperson wäre ich da zu schwach. Da oben ist ein Loch. Ich weiß nicht, komme ich da oben irgendwie hin und muss mich von oben wieder nach unten fallen lassen oder so? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Kette. Deshalb würde ich mal schätzen, dass ich hier hoch muss. Würde ich jetzt mal schätzen. Okay, genau. Schmeißt mich mal hier hoch. Und ich weiß, wie gesagt, nicht. Ich habe jetzt mal diesen Container oder was das war, habe ich da jetzt mal extra so positioniert. Okay, hier geht es nicht weiter. Den habe ich jetzt extra so positioniert, dass ich da wieder hinkomme. Warte, was ist hier noch? Hey, das kann ich nicht aufmachen. So, hier ist diese Klappe, genau. Hier ist diese Klappe. Wo geht's hier lang, ist jetzt die Frage. Warte. Hä? Komme ich hier nicht durch? Aber da drüben geht's doch safe hin. Oh. Oh. Warum hat sich der Container wieder verschoben? Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, dass ich mich hier nach oben schmeißen lassen soll. Und nach einer Weile fährt dieser Container ja wieder zurück. Haben wir ja gesehen. Das heißt, ich muss jetzt abwarten, wann der Container unter mir ist. Genau, dann bin ich hier oben drauf. Ah, die Typen schieben das. Und dann kann ich hier drüben weitergehen. Und dann mal sehen, was hier so ist. Es war ja klar, dass ich hier auch lang kann. War ja logisch, haben wir ja schon gesehen von oben, ne? Und jetzt mal schauen, was hier ist. Gibt es hier vielleicht auch wieder irgendwelche Typen, die ich mitnehmen kann? Ich hoffe es mal, ne? Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch diese Plattform, wo wir genug Leute brauchen, dass sich da irgendwas aktiviert. Da oben sehe ich auf jeden Fall wieder Leute. Und ich glaube, ich muss hier das aktivieren. Warte. Ah, nein. So. Mach hier pst. Ey. Hä? Warum? Warum geht es nicht so hoch? Warum geht es nicht so weit hoch? Okay, okay, das geht doch relativ weit hoch. Aber die Kiste hat es blockiert gerade eben. Ah, die Kiste hat es blockiert. So, jetzt dürfte das aber hoch genug sein, oder? Ah, okay, ja. Und dann kommen hier weitere Typen raus. Kommt mit, Leute. Okay, nochmal drei Freunde. Ey, ich krieg lauter Freunde, Leute. Ist genauso wie im Real Life, ne? Einfach einen Helm anziehen. Dann seid ihr plötzlich einfach Fame. Ja? Alle folgen euch. Alle hier wollen Fotos mit euch machen. Richtige Paparazzi hier, ne? Das ist schlimm, ne? Aber so ist der Influencer-Lifestyle, Leute. Ist schon schlimm. So, okay. Aber ich glaube, dann habe ich hier ganz unten alle Leute zusammen, die es hier gibt. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt schon einige, ne? Ich habe jetzt schon einige Freunde. Wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hoch und ich glaube, ganz oben
dürften wir dann die restlichen finden sogar, ne? Würde ich jetzt mal schätzen, dass ich ganz nach oben muss. So, hier gibt es ja quasi die mittlere Ebene, sage ich mal. Genau, hier ist die Plattform. Aber wir wollen noch weiter nach oben, weil wir sind noch nicht genug für die Plattform. Dafür sind wir noch nicht genug. Dafür habe ich noch zu wenig Freunde. Was ist hier? Hier bin ich doch jetzt über der Plattform, ne? Warte, könnt ihr mich darüber werfen? Okay, könnt ihr. Was ist denn hier drüben? Oh, da ist eine Leiche. Oh, da ist. Warte, zählt die Leiche auch als eine Person für die Plattform? Ich meine, es tut mir leid. Aber, ja, dann fliegen wir hier runter. Oh Mann, das ist voll böse eigentlich, ne? Ich nehme einfach so eine Leiche, weil ich irgendeine Plattform aktivieren will oder so. Okay, aber hier links muss auch noch was sein. Wir schauen mal, was gibt's hier links? Was gibt's denn hier links? Hier gibt's einen Käfig. Okay. Kann ich den Käfig aufmachen? Oh nee, warte, ich kann den da runterschmeißen. Alter. Okay, ja. Euch geht's gut, schätze ich mal. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal runter, sammeln die Typen auf und dann mal schauen, ob wir genug sind. Jetzt sind wir noch nicht genug. Jetzt sind wir noch nicht genug, das heißt eine Etage runter. So. Jawohl, Ding. Und jetzt kommt mal mit, Freunde. Freunde, kommen Sie heran. Ja, kommen Sie einfach mit. So, jetzt sind hier unten die Typen. Alter, lebt ihr? Und oh, die leben. Die sind zwar ein bisschen zerquetscht, aber die werden schon leben, ne? Irgendwie, das ist schon. Das passt schon. Alter, Alter, wie viel folgen mir da? Ist ja schlimm. Okay, genau. Und dann gibt es hier noch diesen Käfig, wo auch noch ein Typ ist. Warte, helft mir mal. Helft mir mal, das aufzukriegen. Ah, zack. Okay. Und dann geht's hier immer noch weiter. Alter, das ist einfach so ein Riesengebiet. Oh, warte, könnt ihr mich wieder darüber schmeißen? Schmeißt mich mal. Oh, ich dachte ich. Okay. Oh, warte, dann kommt mal mit runter. Könnt ihr nicht mit runterkommen? Warum nicht? Okay, dann schmeißt mich zu dem Hebel. Dann schmeißt mich zu dem Hebel. Und hier rüber. Zack. Jawohl. Dann kann ich hier irgendwie was mit den Typen machen. Oh, euch muss ich auch hier rüber kriegen. Ne? Warte. Oh, da muss ich. Okay, ich muss die mit genug Schwung. Muss ich die Typen darüber schicken. Alles klar. Und zack. Okay, das war zu spät, glaube ich, ne? Alles klar. Und wupp. Scheiße. Okay, das braucht sau ewig, ne? Bis das wieder oben ist. Ich glaube, ich muss schon. Hier bei dem Lämpchen muss ich, glaube ich, schon nach oben. Alter, immer noch nicht. Und wupp. Jawohl. Dann kommen die Typen hier rüber. Und dann habe ich noch mehr Freunde. Geil. So, und ich glaube tatsächlich, jetzt müssten wir genug sein. Ich will jetzt nicht unbedingt nachzählen, aber wir testen es einfach, ob das reicht. Aber ich glaube, ja doch, das ist schon eine ziemliche Masse an Leuten. Das dürfte reichen. So, dann kommt doch mal auf diese wunderschöne Plattform hier. Reicht das jetzt? Wir testen es mal. Reicht das jetzt? Jawohl, okay. Eine Person fehlt noch. Das ist die Leiche, Leute. Aber ich würde sagen, hier mache ich wieder einen Cliffhanger, ne?
Wir werden erst beim nächsten Mal erfahren, was diese Plattform bewirkt. Aber ich hoffe natürlich, ihr schaltet wieder ein. Lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.